Was geht ab, Leute? Heldsteck hier und willkommen zu einem neuen Video zu FIFA. Es gab lange nichts mehr, aber heute mal ein kleines Tutorial wieder. Es ist ja im Grunde kein Tutorial wieder, sondern es ist ein Video, wo ich dir zeige, wie man ein richtiges Squad bauen kann. Was aber auch Beast ist. Um ein geiles Squad zu bauen, es ist nicht ein typisches BPL-Squad oder ein stumpfes NLW oder so, sondern ein kreatives, schönes, vielleicht auch Hidden Gem-reichiges Squad. Und dazu braucht man erstmal eine Aufgabe. Die Aufgabe, was ist die Aufgabe von dem Team? Ganz einfach, man holt sich einen Spieler, um den sich dieses Squad dreht. Das ist ja im Grunde selbstverständlich. Erstmal eine gute Aufstellung holen zu diesem Spieler. Wir haben heute den Spieler, den ich auf jeden Fall drin haben will, ist der Lukaku Tots. Und der ist Beast, der ist, eine grandiose Karte. Beast Rating allein schon überfootet, 95. Die Karte ist, ja, Panzer. Die Karte ist krass. Und ich sag mal, wir bauen heute mit Ihnen ein Team. Erstmal geht es auch ums Budget. Wie viel Budget habe ich heute? Heute haben wir einfach mal Scheiß aufs Budget. Und wir machen einen Foothead Squad Builder. Und ich denke, Lukaku ist ein Stürmer, der gut in der Einzelspitze spielen kann. Und der auch über Kopfball spielen kann, aber natürlich auch über Pace. Deswegen holen wir uns eine passende Aufstellung. Und dafür im Grunde die Aufstellung nicht so schlecht. Aber die hier ist, glaube ich, noch immer besser. Können wir durch die Mitte gehen. Anspielstation Tank und er kann Flanken spielen. Ein Beast defensiv. Also er macht offensiv genug Radau. Und der zweite Spieler, den wir haben wollen, das ist Freddy Guarin. Also zwei komplett unterschiedliche Spieler mit null Gemeinsamkeiten. Wir werden diese Spieler aber heute vereinen. Irgendwie, wir kriegen das schon hin. Und Guarin wird bevorzugt mal ins defensive Mittelfeld gestellt. Und vorne Lukaku. Und jetzt, je nachdem, vielleicht mache ich mal kurz einen Speeder rein oder so, zeige ich euch, wie wir auf jeden Fall mal hier ein gutes Squad erstellen. Wir fangen erstmal an dazu, am besten irgendwie einen Perfect Link oder sogar einen guten Link hier reinzuschaffen. Da würde im Grunde nur Dries Mertens reinpassen, der in Form ist eine gute Karte, die kann man sich auf jeden Fall mal aufmerken. Rechts, was hätten wir da denn so als Vorschlag nochmal? Auch Mertens Ibarbo. Ist mal nichts Besonderes. Mal gucken, was es denn so für gute Karten gibt für den Lukaku. Da kommen jetzt erstmal hier die üblichen Sachen raus. Am besten natürlich wäre es hier ein Perfect Link oder so. Das wäre ja stark. Zum Beispiel könnten wir jetzt genau links den guten Mirallas hinsetzen. Das wäre schon mal ein Perfect Link. Oder ein Hazard. Je nachdem, was man jetzt hier so vorstellt. Und Guarin, das ist das für einer, der hat keinen Link mit dem linken ZDM. Das heißt, interessiert uns erstmal nicht. Aber gut, fangen wir erstmal mit dem Ausnahmen. Ich denke, wir könnten hier sogar den guten Dries Mertens holen. Finde ich ganz stark eigentlich. Der Typ hat, was hat er, glaube ich, 4 Sterne Skills. Dann könnten wir auch hier Guarin hinstellen. Dann haben wir da schon mal einen kleinen Mischling drin. So, das ist vor allem nicht schlecht. Jetzt stellen wir uns hier am besten ein aus der Serie A hin. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Deswegen suchen wir einfach mal hier ganz einfach ein paar Spiele aus der Serie A. Ganz einfach geht das. Ich beschleunige jetzt mal kurz. Also, wir haben jetzt die Wahl zwischen Paul Pogba, dem guten Paul Pogba. Der Toti ist, glaube ich, ein bisschen teuer. Da können wir jetzt auch den normalen hinstellen. Und, wen haben wir noch? Wen hatte ich denn gerade im Kopf noch? Hamsik, den Inform 2. Man kann im Grunde sogar beide hinstellen. Jetzt muss man hier was Cleveres treffen. Jetzt brauchen wir einen Everton-Spieler oder einen rechten, ja, belgischen Spieler aus der BPL. Mertens wäre eine Option, aber es ist nicht die beste Option. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Quatsch, weg mit dir, Pogba. Jetzt hier. Will er mich ficken? Nein, dann suchen wir hier mal schnell wieder weiter. Und ich melde mich gleich wieder. So, im Grunde nehmen wir uns hier nichts übrig. Wir holen hier einfach mal den guten Kevin, der Bräune. Der ganz stark ist. Und für 180.000 ist der eigentlich zu leisten. Ich finde, der passt da gut hin. Dann können wir hier auch Paul Pogba einstellen. Und dann hat er hier einen Green Link. Und De Bruyne ist auch gut dabei. Und schon haben wir hier im Grunde starkes Squad gebildet. Das reicht schon. Die Abwehr können wir jetzt gestalten, wie wir wollen. Oder wir setzen uns jetzt hier noch eine spezielle Aufgabe hin. Wir müssen natürlich erstmal De Bruyne hinkriegen. Da brauchen wir, denke ich mal, Zabaleta.
So Leute nicht viel gefunden. Und wie gesagt, im Grunde müssen wir jetzt abbrechen, aber wir können hier was anderes machen. Dann stellen wir halt eben hier Sanya rein. Und dann haben wir die Sache gelöst. Sanya ist kein schlechter Spieler. Vielleicht findet man hier auch noch was anderes. Ich guck mal kurz rein. Vielleicht ist da ja ein Silberspieler dabei. Nein, also Sanya. Und dann müssen wir eben so weitermachen. Aber dafür haben wir jetzt hier kleine Handlungsfreiheit. Denn jetzt können wir hier auch einen Deadlink hinstellen. Da stellen wir zum Beispiel einen ganz einfachen Kirlini hin. Und dass der Biest ist, das wissen wir alle. Und schon haben wir im Grunde das ganze Problem gelöst. Aber wir können uns jetzt noch eine andere Aufgabe stellen, je nachdem, wie wir das wollen. Und zwar können wir beispielsweise, keine Ahnung, lass mich mal nachschauen, was gibt's denn so alles mit der dänischen Tormänner? Man kann hier alles reinstellen, man kann auch hier aus einer ganz anderen Liga den Siri Hu einstellen und gucken, was da noch reinpasst. Das wird die Sache natürlich ein bisschen schwerer machen, weil ich denke, dass Buffon schon ein starker Keeper ist und wir eigentlich keinen anderen Spieler brauchen als Buffon. Deswegen denke ich, holen wir jetzt Buffon und Guarin. Ja, dann machen wir die Seite gerade ganz komplett. Und ich denke mit Miranda oder Vasali, ich will lieber Miranda, der eigentlich auch ganz stark ist. Und jetzt hier den guten Landro von mir aus rein. Oder nein, Zaceres, der passt ja noch stärker rein. Zaceres ist stark. Und schon im Grunde haben wir uns als Squad gebildet. Erstmal, es sind nur zwei Ligen, klar. Aber wir haben hier schon mal das schöne Squad mit Lukaku mit einem richtig starken Rechtsaußen, den man sich leisten kann. Und so baut man im Grunde das Team. Puh, Biest. Ich zeige jetzt gleich nochmal ein kurzes Schnellvideo, wie man sich was baut. Und jo, wir sehen uns dann gleich, Leute. Bis zum nächsten Team. So Leute, ich bin jetzt hier und habe mein Squad gebildet. Und zwar um Podolski und Cech werden wir jetzt bauen. Nächste Woche kommt hier dann in einem kurzen Rush. Und dann zeige ich euch, genau wie ich so Sachen angehe. Also bis gleich, sehen wir uns. Also Leute, wir tun das erstmal nach was Besonderem. Und zwar wollen wir vielleicht einen Händler haben, irgendwas Besonderes. Wir entscheiden uns hier für Sismanulu. Und den packen wir direkt ins Team rein. Sieht stark aus, der Typ, der hat auch gute Comments, gute Bewertungen. Deswegen denke ich, das ist eine Option. Wir hätten dann vielleicht die Aufstellung nochmal nachbearbeiten. Gibt es da was zu verbessern? Ja, hier gibt es ein bisschen was zu verbessern. Und das haben wir auch gemacht. So, und jetzt suchen wir nach was Besonderem, nach was Starkem. Vielleicht habe ich vielleicht Kedira gedacht, aber der ist nicht so das Wahre vom Ei. Götze wäre auch eine Option gewesen. Aber am Ende habe ich dann, ihr seht es ja jetzt, mir Mesut Özil gegönnt, weil er schon ein starker Spieler ist. Jetzt gucke ich, was man sich noch gönnen kann. Vielleicht ist da noch was Schönes dabei. Nee, leider nicht. Habe ich nicht gefunden. Deswegen gehen wir jetzt zu 5 Lücken füllen. Welche Ligen kann ich mir erlauben? Was kann ich noch reinpacken? Ein bisschen durchgucken und ja, deswegen jetzt links aufbauen. Lücken füllen. Wir haben Vidal geholt und tun mit die Lücke mit Ribéry füllen. Und jetzt geht's weiter in der Abwehr. Haben wir nicht viele Möglichkeiten. Da müssen wir auf Alaba zurückgreifen. Und für Tschechien müssen wir dann auch die französische bzw. die Asenabwehr aus der BBL holen. Und das geht dann ganz gut so weiter. So, jetzt suche ich hier noch nach schönen Karten. Vielleicht, dass wir nicht immer auf Gold spielen müssen, aber nein. Wir müssen auf Gold spielen. Vielleicht hätten wir noch einen Silberspieler sich holen können, aber war nicht dabei gewesen. Und deswegen sind wir jetzt hier an dem Punkt, an dem wir die einfachen Sachen holen. Mittelweise hätte er auch nicht reingepasst. Deswegen sind wir jetzt hier und haben uns Nathaniel Kleingold. Sakho übrigens auch ein sehr starker Spieler. Den kann man sich gönnen. Nee, so. Also jetzt sind wir an diesem Punkt. Und das Team ist, so wie es aktuell ist, extrem stark. Und ja, was können wir uns noch dabei machen? Man hätte noch überlegen können, vielleicht ein Silberspieler, vielleicht mehr liegen. Und vielleicht noch ein paar mehr Deadlinks reinbauen. Und das kann man sich alles überlegen. Ich denke, dieses Team kann man sich gut bauen. Das sieht auch stark aus. Und so, das ist dieses kleine Tutorial, jetzt mal was gebe. Und ich denke, man kann damit schon einiges anfangen. Podolski und so. Man muss auch ein Spieler vertrauen können, zum Beispiel so ein Podolski. Man muss auch Spieler testen können, sonst hieß man Nolu. Vielleicht ist er auch doch nicht so stark. Deswegen testet man ihn. Man kann ja immer noch fast zum gleichen Preis wieder verkaufen. Und bei ein paar Spielern weiß man, dass sie stark ist. Zum Beispiel so ein Özil, der ist auf jeden Fall stark. Der ist halt einfach mal ein besonderer Spieler drin. Vidal ist auch richtig stark. Und Ribéry, da weiß man auch, dass er stark ist in FIFA. Und den Podolski zum Beispiel, den vertraue ich. Den habe ich nämlich schon mal getestet. Der ist ein Biest. Und man kann sich auch viel, viel mehr machen. Man muss seiner Fantasie freien Lauf lassen. Man kann ja auch mal was Schönes bauen. Nicht einfach mal stumpf auf Erfolg bauen und vorne den hässlichen Sturridge reinstellen. So, das war's zu diesem Video, Leute, euer Hessnick. Bedankt sich fürs Zuschauen. Macht ein paar schöne Squads, nicht nur einfach die simplen.
Und ja, euer Hashtag ist raus. Bis dann, macht's gut, Leute. Und tschüss, ciao.